der Nummern soll nicht vom Schlimmsten ausgehen. Und schon aufgeregt? Ja. Junge oder Mädchen? Wissen wir nicht. Denn manchmal wäre es echt hilfreich, genau davon auszugehen. Meine Frau liegt hier und steht kurz vor der Entbindung. Verlust! Ich habe einen Familiennotfall. Ich bin jetzt ein Familiennotfall. Ist das klar? Ganz egal was. Was Sie wollen, Sie kriegen alles. Soll ich rangehen? David, wo steckst du? Bist du glücklich? Führst du mit deiner Frau eine glückliche Ehe? Sie lassen meine Familie in Frieden. Das ist sehr unhöflich. Unterbrech mich nie wieder. In South Boston haben die mir mal 3 Tickets aufgebrummt. Willst du wissen, wieso? Stress! Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wo fahren wir hin? Es gibt keinen Grund, dass irgendjemandem etwas Schlimmes zustößt. Aber wenn du diesen Polizisten auch nur schief ansiehst, jage ich dir eine Kugel in den Hinterkopf. Achte auf die Geschwindigkeit. Ich habe beschlossen, dass wir ein kleines Spiel spielen. Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Und wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, dann muss ich den Trucker erschießen, deine Kellnerfreundin erschießen. Startklar? Tick, tick, tick. Sie verwechseln mich mit jemandem. Im Ernst jetzt? Ich bin nicht der, für den Sie mich halten! Woher willst du wissen, dass du nicht der bist, für den ich dich halte, wenn du nicht weißt, für wen ich dich halte? Tick, 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 tick. Schieb deinen Arsch auf den Hocker! Lustig. Ich würde sterben heute Nacht. Hab ich einen Scheine geworfen? Ich wollte total sexy aussehen heute Nacht. Doch wegen dir sind es keine 100% mehr, sondern nur noch 50. Fuck. In Japan sagen sie, je gefaltsamer der Tod, desto höher steigst du in den Himmel auf. Lieber in der Hölle regieren, als im Himmel zu dienen. Geh ruhig rein, James. Was ist? Ghostest du mich? Bist du etwa Dr. Ross, mein Psychiater?